Meine Aufgaben als Studienassistentin sind, eine enge Zusammenarbeit mit dem Studienarzt und in der Durchführung von den klinischen Studien zu helfen. Die Studienassistenten sind da vorerst dafür verantwortlich, den Patienten zu betreuen, während er in der klinischen Prüfung teilnimmt. Das heißt, wir sind der erste Ansprechpartner für den Patienten in diesem Zusammenhang. Wir organisieren für ihn die ganzen Visiten, wir helfen ihm bei irgendwelchen Fragen. Wenn er dann Fragen hat, dann darf er dann uns ihm anrufen. Wir halten die Rücksprache mit dem behandelnden Arzt und rufen den Patienten zurück. Und das ist das, was unsere Patienten auch sehr loben, dass sie dann wirklich einen festen Ansprechpartner dann während der klinischen Prüfung auch haben. Natürlich sehr groß. Wir ergänzen uns auch gegenseitig. Also wir bereiten auch die Visiten vor, der dann und führen zusammen mit dem Studienarzt die vorgeschriebenen Visiten für den Patienten. Und genau wie bereits schon gesagt, also der Patient hat in uns einen ersten Ansprechpartner und wenn er sich auch an uns, wenn er irgendwelche Fragen hat, wenn ihm es schlecht geht, dann ruft er uns an und dann sagt er, mir geht's schlecht, was soll ich machen? Und dann können wir sagen, ja, wir sprechen gleich mit dem Behandelnden dem Arzt und wir rufen Sie gleich zurück und dann sagen wir in dem Sinne, gehen Sie sofort in die Notaufnahme oder gehen Sie zu Ihrem Hausarzt oder kommen Sie zu uns und das ist sehr wichtig. Wenn die Patienten zu uns kommen in der Uniklinik, und mit ihrem behandelnden Arzt sprechen, dann wird der behandelnde Arzt in dem Moment dem Patienten die bestmögliche Behandlung anbieten. Wenn das jetzt für den Patienten in dem Moment die bestmögliche Behandlung ist, dann wird er natürlich immer geschaut, ob er dann für eine klinische Studie eine Option, ob eine klinische Studie eine Option wäre für diesen Patienten. Und dann wird man das Patienten auch anbieten. Und dann muss man natürlich dann sofort Kontakt mit uns aufnehmen und dann wird das auch geprüft, ob die ganzen Ein- und Ausschlusskriterien für diesen Patienten erfüllt werden können. Also neue, innovative Studien bedeutet, die neuesten, vielversprechenden Therapien, die es im Moment in den klinischen Studien durchgeführt wird. Also die Patienten, die wichtig, also die haben durch die klinischen Studien, wie gesagt, Zugriff auf diese Medikamente, die zum Beispiel in Europa noch nicht zugelassen sind, aber man aus den Vorstudien oder aus den USA schon gute Resultate hat und man sieht, dass diese Substanzen auch sehr gut wirken. Deswegen bietet man das den Patienten durch die klinischen Studien an. Die werden durch die klinischen Studien auch sehr gut individuell betreut und sehr engmaschig und werden auch durch die eben geschulten Studienassistentinnen und besonders auf diese Studienprotokolle geschulten Studienärzte auch geführt. Man muss auch die engmaschigen Visiten durchführen, die in diesen Prüfprotokollen dann vorgeschrieben sind. Aber der wichtigste Vorteil und für Patienten ist wirklich auf diese wirklich neue Substanzen dran zu kommen und mit denen behandelt zu werden, weil das wirklich Jahre lang dauert von einer Idee bis das Medikament bis zur Zulassung und bis das Medikament dann für alle zugelassen wird und alle davon profitieren können, kann auch Jahre dauern.